damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Quiz. Heute mit Basti Bielendorfer. Und Özcan Kosar. Und natürlich Dennis Wolter auch mit dabei. Ja. Diese Kappe ist nicht käuflich zu erwerben. Dürfen wir einfach schlichtweg nicht, weil wir öffentlich-rechtlich finanziert sind. Bewerbt euch gerne in den Kommentaren mit der tollen Bewerbung. Warum wollt ihr hier sitzen und Wildcard sein? Es gibt viele tolle Gründe. Unter anderem auch hier diese große goldene Tischplatte anfassen zu dürfen. Alles klar, los geht's. Welche Farbe hat Spinat? Grün. Jo. Was für absolute Bongo-Fragen sind das denn? Okay. Bei mir kommt jetzt gerade die Außenministerin von Äthiopien, heißt das. Scheiße. Welche Farbe muss man mit Gelb mischen, um Grün zu erhalten? Blau. Stark! Aus welchem Film stammt der Dialog, das ist blaues Licht? Und was macht es? Es leuchtet blau. Rambo 3 oder High Alarm auf Mallorca? Rambo 3. Oh, das ist aber wieder so eine tricky Frage für mich. Ja, so ist das Twist. Warum gab es denn eine Auswahl bei? Muss man so wissen. Bunt gemischt. Wer sollte laut Sylvester Stallone in Zukunft die Rolle des John Rambo übernehmen? Jason Statham oder Ryan Gosling? Jason Statham. Ryan Gosling? Ich kenn beide nicht, Morok. Du kennst Ryan Gosling nicht? Und was Jason, ist los mit dir, Mann? Jason Statham? Der Beekeeper, Mann? Was mit Beekeeper? Der geht in jedem Film und verteilt erstmal ordentlich. Transporter 1 bis 12. Ich fahre Meisterwerke. Ryan Gosling. Muss ich das jetzt wirklich trinken? Muss trinken, ja. Dann wuppert dir das jetzt richtig schön in die Nase rein. Hoch der Kölbe, neider Zinger. Nimm uns mit. Oder? Wie geht's deinem Magensack? Da riecht er, nein, er kotzt immer so eklig. Kotzt in die Kapuze. Wie heißt dieser Typ nochmal? Der soll sich in den Arsch ja, ja, genau, Anarchie. Weiter. Bist du reif? Wie heißt der deutsche Teilnehmer für den ESC 2024? Isaac. Isaac gesagt, aber... Auf welchem Platz landete Deutschland mit Lord of the Lost im Jahr 2023? Letzter Platz. Wer gerne Witze macht, dem sitzt wer im Nacken? Das Finanzamt. Schalk! Das ist einfach! Ja? Was? Der Schalk sitzt im Nacken. Hast du nicht gesagt, du bist du? Ja, das ja, fährt mit leider ab. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das zustande kommen kann. Ihr könnt das verwandeln. So. Jetzt wieder... Würzig heute. Wer hat da reingegisst, Alter? Was ist denn das? Was ist das? Was ist die Geschmacksrichtung? Boah, ich weiß nicht. Da ist Maggi. Ich glaube, da ist irgendwas so mit Maggi so klassisch gewürzt. Klassisch eklig. Eine Gewürzsoße. Boah, mir wird richtig schlecht. Aber so Gewürz. Passt zu der Pullover auf jeden Fall. Boah. Okay. Weiter. Welchen Buchstaben musst du an Schalk anhängen, um daraus einen Fußballverein zu machen? E. Ja. Welche Farbe haben die berühmten Doppeldeckerbusse in London? Rot! Zu welchem Club, dessen Vereinsfarben unter anderem Rot enthalten, wechselt die Profifußballerin Lena Oberdorf zur Saison 24-25? FC Bayern. Jo! Boah, du Glück gehabt. Mega Glück gehabt. Zu welcher Girl Group gehörte Beyoncé? Destiny's Child. Mit wem zusammen hat Kanye West 4 Kinder? Kim Kardashian. Ja! 4? Alter, 4? Welche Gottheit ist für ihren Dreizack bekannt? Triton. Neptun. Aber Triton ist doch der Name. Triton ist ein Putzmittel. Triton ist doch von der Vater von Ariel. Das ist doch Zucker zu Sirup. Nein, nein, Triton hat auch einen Dreizack. Mach das. Sieht aus wie so ein Golfer irgendwie. Ach, ist das ekelhaft, Basti. Boah, Alter, ich hab da gar keinen Bock drauf. Aber zum Brechen. Ihr beiden seid pro sieben Gesichter, dafür gibt's einen Applaus. Ja, dafür. Den, 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 den. Erzähl mal, Özcan, worum geht's in eurer Show? Wie heißt die? Bratwurst und Baklava war die Show. Es geht um Bastian Bielendorfer und mich. Keine Ahnung, wir dissen uns die ganze Zeit, wir machen irgendwelche Videos. Foltern den anderen. Ist ganz lustig, sollte man schauen. Alles klar. Ich hätte noch erwähnt, wann es läuft. Das machen wir gleich in der nächsten Runde, nicht so wie Promo. Die Blätter welcher Pflanze sind eine wichtige Zutat für den Cocktail Mojito? Minze. Stark.
Der erste YouTuber mit mehr als 100 Millionen Abonnenten war der Schwede Felix Kjellberg. Unter welchem Pseudonym ist er bekannt? PewDiePie. Wovon sollte man je nach Körpergewicht 2 bis 3 Liter am Tag zu sich nehmen? Wasser. Cognac. Bei dir also 30 im Liter. Welche Tätigkeit übt ein Veterinär aus? Tierarzt. Boah, das hätte ich gedacht. Na klar. Welches Land wird auch als Land der aufgehenden Sonne bezeichnet? Japan. Der ist zu schlau. Der Basti hat Abitur, Alter. Welcher berühmte Komponist war taub? Mozart oder Beethoven? Beethoven. Boah, du Sau, ich bin geraten, ne? Hat er gedappt? Um was für eine Art Hund handelt es sich bei Beethoven aus dem Film Ein Hund namens Beethoven? Bernhardiner. Ja! Meisterwerke. Wie heißt das Verfahren, um bei Nierenerkrankungen das Blut über ein medizinisches Gerät zu reinigen? Bluttransfusion. Ist das machbar? Ja. Haben wir wieder eine Frage aus dem gefragten Jagdstapel erwischt? Tut mir leid, Benny. Das kann man nicht wissen. Tut mir leid. Kann man nicht wissen. Kann man nicht wissen. Boah, das zweite Mal. Nur. Blauen, oder? Ich habe immer noch den Geschmack im Mund von vorhin. Ja, ich will den auch gar nicht haben. Apropos, will ich gar nicht haben. Wann läuft denn die Sendung? Die läuft ab dem 20.03. immer um 21.25 Uhr bei ProSieben. Direkt nach TV Total. So, klasse, super Lead-In und ich hoffe, ihr nutzt es. Danke. Hoffen wir aufs Beste. Ach Gott, Gott sei mit uns. Weiter. Welcher Planet ist der dritte unseres Sonnensystems? Sag was. Jupiter. Ja! Willkommen zu Hause. Die Erde natürlich. Auf Platz 1 der Planetencharts ist Merkur, auf der 2 die Venus, dann die Erde, auf Platz 4 der Mars und dann erst auf Platz 5 der Jupiter. Aber, kleiner Tipp, sollte es irgendwann mal die Frage geben, welcher Planet ist der größte in unserem Sonnensystem, dann wäre die richtige Antwort Jupiter. Erde natürlich! Sagt der Erde natürlich! Die Antworten vor sich liegen! Erde natürlich! Yo! Hörte Einstein, also wirklich! Basti, du musst einfach runterziehen, glaub mir. Einfach runter. So schlimm ist das gar nicht. Genau, wie du es am Bahnhof Warte, machst. Es muss abgefüllt werden. Gott sei mit uns. Zu welchem Land gehört die Region Algarve? Spanien! Portugal! Portugal! Das weiß man. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Ich war noch nie in Portugal. Ihr? Nee. Ich auch noch nicht. Sollen wir mal hinfahren? Ich bin auch illegal in Deutschland. Ach, das ist. Das schmeckt wie nicht heutzutage. Das schmeckt wie Füße, ne? Wie Füße. Jetzt bist du dran. Welcher Satz ist aus dem Märchen Ali Baba und die 40 Räuber in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen? Sesam, öffne dich. Oh, Brain. Jetzt bin ich raus. Jetzt kommt eine Mathefrage. Mathe oder Hauptstadt? Oder das, Sie? Das war aber eine Shisha-Bar-Frage. Ich hätte Simsalabim gesagt, ey. Gott sei Dank. Aus welchem Buch stammt die Redewendung Sodom und Gomorra? Aus der Bibel. Ja! Yeah! Yeah! Nicht Amen! Zu welchem Kontinent gehört Madagaskar? Afrika. In welcher Religion wird eine Kippa getragen? Judentum. Welcher deutsche Formel-1-Fahrer beendete seine Karriere nach dem Gewinn seiner ersten Weltmeisterschaft? Ralf Schumacher. Nico Rosberg. Wer sagt es? Das ist... Wer sagt das? Kennt ihr Nico persönlich? Leider noch nicht. Nur weil es in der Zeitung steht. Lügenpresse! Lügenpresse! Hört auf, nicht mehr saugen, Jo! Auf geht's! Rein damit! Das macht Laune! Das und rein in den Magensack! Rein! Boah, ist das eklig. Und look. Guck mal, wie das lecker aussieht. Boah, ja, der hat schon viel schlimmere Sachen gelutscht. Ah, ist das dein dritter oder dein zweiter gewesen? Mein zweiter. Okay. Weiter! Jetzt bist du draußen. Julius Cäsars Ich kam, ich sah, ich siegte heißt auf Latein wie? Veni, vidi, vici. Boah! Ia, ia, ich bin ein Esel. Das hast du aber über dem Steiß tätowiert, oder? Wer spielte die weibliche Hauptrolle im Film Pretty Woman?
Julia Roberts. Sag mal! Ja, ja. Das sind ja... Wie heißt der Steinsarg, in dem Pharaonen begraben wurden? Gruft. Sarkophag! Gruft! Gruft! Nicht Graf Dracula, sondern Pharaonen! Tanz der Vampire, aufgeht! Kommt in die Gruft! Du hast drei Jahre lang hier nicht gewonnen und machst den Mund am meisten auf. Ah jo, ich lasse mir meine Meinung nicht verbieten. Sauf! Ist dein Dritter, ne? Mhm. Oh ja, hier ist das schön. Das ist lecker. Verabschiede dich. Wenn die besser nach dem zweiten? Nee. Nee, schmeckt immer kacke. Liebe Freunde, ich gehe jetzt in Backstage und ziehe mir eine Flasche Sekt rein. Und zwar durch die Ohren. Bis zum nächsten Mal. Eine Scheiße, echt. Heute ist nicht mal Juhu! Guten Durst. Welches Buch von Mary Shelley handelt von einem von Menschen erschaffenen Monster? Frankenstein. Ja, der weiß alles. Du hast noch nie ein Buch gelesen. Noch nie. In welchem Bundesland liegt Ostfriesland? In Schleswig-Holstein. Hamburg. Niedersachsen. Oh. Niedersachsen. Sind wir safe erst raus, oder? Oh ja! Wir haben überlebt. Ich musste kurz. Ihr seid jetzt schön im Finale. Und der Finale, da kann doch was gesoffen werden, klar. Sieh dich. Mach's wie du es willst. Mach wie du es willst. Jetzt erst recht. Ja, genau. Dann macht aber Sinn. Ja. Warte, jetzt kommt wieder so ein Spruch. Seh dich später, Attentäter. Tschüss. Und danach hast du gesucht, 20 Minuten. Und damit stehen Basti Bielendorfer und der Wildcard im großen Finale. Und sie spielen entweder oder. Ich bin eine Figur aus dem König der Löwen von 1994. Simba. Korrekt. Lumumba. Nicht korrekt. Mufasa. Korrekt. Thorsten. Nicht korrekt. Rafiki. Korrekt. Chabumsi. Nicht korrekt. Wo kommt hier gleich so ein Lachanfall? Chabumsi. Sarabi. Nicht korrekt. Da ist natürlich dabei, der ist der dritte von links. Zweiter auf die Kamera. Kurz, welche Kamera ist meine? Die? Das deine. Basti, das für dich? Oh Leute, das ist doch voller als bei ihm auch. Je länger du ziehst, desto schlimmer wird es. Rein in den Magensack! Und rein damit. Limonade, Cola! Nicht, noch, nicht kein Wasser, kein Brause. Wasser. Kein Wasser, so geht ich der Spiel kotze. Nicht. Ich bin 2024 für die Goldene Himbeere nominiert. Killers of the Flower Moon. Richtig. Korrekt. Oh, nein! Und damit gewinnt Basti, noch bevor wir ihn feiern. Özcan. Ihr denkt, ihr könnt mir damit wehtun. Aber können wir nicht. Nein! Riesen Applaus. Caliente! Doch noch ein größerer Applaus für den heutigen Gewinner, Basti Bielendorfer! Basti, berühre dir die goldene Tischplatte. Wirklich wunderschön. Super. Berührpunkte, Mann. Wie geht's deinem Magenbeutel? Ich kotze gleich. Gar kein Thema. Kann ich auf die goldene Tischplatte kotzen, wäre es okay? Wär's nicht der Erste, gar kein Thema. Riesengroßer Applaus natürlich auch für Özcan Kosar! Danke euch. Thank you. Mr. Bombasti-Tour ist jetzt ist das ganze Jahr durch. Wie ein Zirkus, der durch die Lande streift. Jackpot, die Tour von Özcan ist auch durch. Da kann man sich gar nicht entscheiden, wo ich hingehe. Deine Tour? Die läuft gerade schon. Da kommt keiner hin, hat keiner mitbekommen. Aber trotzdem, sichere ich Tickets unter www.benny-wolter-entertainer.de. Wir gehen in die Endcard. Oben geht's von True Doku. Machen wunderbare Dokus. Julia ist asexuell und glücklich. Und unten gibt's die letzte Folge, korrekt? Oder? Weg! Tschüss! Gott sei mit uns.